Hallo bei Bananenbrot TV, schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute was ganz Leckeres für euch. Mögt ihr Wraps genauso sehr, genauso gerne wie Adam und ich? Also wir stehen da total drauf, wir könnten die jeden Tag essen und deswegen machen wir heute gesunde Wraps für euch, beziehungsweise gesunde Tortillas, ne? Diesen Fladen, den man braucht für Wraps, weil eigentlich bestehen die aus Weizen, ne? Und man kann die auch super gut aus Linsen machen und wir machen die heute aus roten Linsen und welche Zutaten ihr dafür braucht, die zeigen wir euch jetzt. Für die Tortilla braucht ihr rote Linsen, Wasser, Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel. So, das geht so einfach, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich. Ihr müsst eigentlich nur die roten Linsen am besten über Nacht einweichen oder wenn ihr sie abends essen wollt, diese Wraps, ne, dann macht ihr das morgens mit der Wassermenge bedecken. Dann mindestens 3 Stunden, wenn nicht sogar, wie gesagt, über Nacht oder den ganzen Tag über einweichen lassen. Dann habt ihr hier so eine Masse, ne? Also beziehungsweise Linsen sind dann so richtig schön aufgequollen. Das funktioniert wunderbar. Natürlich die Linsen vorher waschen, nicht vergessen, ne? Und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsküchenhelfer, zu meinem Mixer. Das geben wir jetzt einfach dann alles in den Mixer rein. Mit der Flüssigkeit, das ist kein Problem, ja, denn ihr habt die Linsen ja vorher abgewaschen, ne? Dann kommt Salz und Kreuzkümmel dazu. Einfach dazugeben. Ich würde nicht so viel Salz dazugeben, ne? Weil wir wollen ja schon ein bisschen gesund bleiben. Und warum ist das gesund? Weil das total proteinreich ist, ne? Da sind zwar auch Kohlenhydrate, aber halt die gesunden Kohlenhydrate, viele Ballaststoffe und unheimlich viele Proteine. Ein bisschen Pfeffer dazu. Deckel drauf. Und dann mixen, bis der Arzt kommt. Eigentlich richtig schön lange, dass so eine richtig schöne Konsistenz entsteht. Die zeige ich euch gleich. Also die Linsen müssen richtig schön klein gemahlen werden, ne? 1 bis 2 Minuten ungefähr. Volle Pulle. So, wenn ihr dann eine richtig schön cremige Konsistenz habt, so ein bisschen dickflüssig. Ich versuche jetzt mal den Deckel abzumachen, um euch das zu zeigen. Oh, wow. Dann ist der Teig auch schon soweit fertig. So, so ist die Konsistenz in etwa. Und jetzt gehen wir rüber zum nächsten Step, denn jetzt werden die ausgebacken. Dann nehmen wir eine Pfanne, am besten eine mit Anti-Haft-Beschichtung. Da ihr ja vielleicht schon ein paar Videos von uns verfolgt habt, wisst ihr, dass ich es nicht so habe mit den Pfannen. Deswegen habe ich hier einfach mal so ein bisschen, nur so einen Hauch Leinöl auf der Pfanne hier bestrichen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Macht die Pfanne richtig heiß. Die sollte auf jeden Fall wirklich richtig heiß sein, damit das gleich richtig gut vorangeht, ne? So, wenn die Pfanne richtig heiß ist, dann nehmt ihr ca. 50 Milliliter, so 2 Esslöffel ungefähr, in die Pfanne rein. So. Und dann müsst ihr das auch relativ zügig schön ausstreichen. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Zu einem Kreis natürlich, ne? Macht die Temperatur dann bitte ein bisschen runter, damit der nicht verbrennt, ne? Und dann müsst ihr eigentlich nur so lange warten, bis der von oben trocken ist, bevor wir den dann wenden können. So, jetzt wenden wir den auch mal. Mal gucken, ob ich das hier gut hinkriege. Ja, das sieht gut aus. Schwupp. So, so sollten die dann aussehen von beiden Seiten und dann gehen wir jetzt rüber zum nächsten Step. So, meine Lieben, das ist wirklich eine super gesunde Alternative und wenn ihr noch mehr super gesunde Alternativen für euch sucht, dann schaut mal bei uns im Shop vorbei, musavital.de, da haben wir ganz super tolle Sachen für euch. Schaut mal vorbei. Und jetzt zeige ich euch mal hier diesen Wrap hier, damit ihr auch sehen könnt, dass die sich wirklich rollen lassen. Der ist jetzt von der einen Seite nicht ganz so hübsch. Den würde ich dann einfach belegen, ne? Ich roll den jetzt einfach. Ich belege den nicht. Ich möchte euch das nur zeigen hier, wie wunderbar die sich rollen lassen. Ihr könnt die auch einfrieren. Dann einfach ganz vorsichtig auftauen lassen, nochmal ein bisschen erwärmen, im Kühlschrank aufheben. Also ihr könnt ihn einfach immer wieder erwärmen, belegen, wie ihr möchtet und dann habt ihr super tolle, gesunde Wraps. Ich probiere den jetzt einfach so. Mach mir einfach hier so ein Stückchen ab. Dann, wow, ja, super. Was ich ganz toll finde,
einen intensiveren Geschmack als diese Weizen-Tortilla von den Linsen her, ne? Ihr könnt auch noch Gewürze reinmachen, wie ihr wollt. Das bleibt euch überlassen. Ist ein super einfaches Rezept. Macht es einfach nach und wir sagen nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV.